Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, wir haben eine mittelschwere Krise. Nein, natürlich nicht. Das Glas möchte nicht so wie wir. Und deswegen kümmere ich mich jetzt nicht mal, also nicht weiter erstmal um diesen Gang hier, weil ich muss mir dafür irgendeine Lösung einfallen lassen, weil es sieht so doof aus. Und ich will doch nicht, dass meine Basis doof aussieht. Genau. Und wir brauchen noch einen ganzen Schwung von diesen, wie heißen sie? Gable-Dinger? Keine Ahnung. 50 habe ich. Ich brauche aber mehr. Ich brauche mehr. 50 waren puff, einfach weg. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal 500. Und 1. Genau. Wo haben wir die Gable-Dinger wieder? Damit wir halt den Gang fertig kriegen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Scheiben machen soll. Nein, 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 nein. 500. Und einen. Ich habe letztes Mal habe ich einen zerstört, den habe ich aber noch nicht abgezogen und nicht dazu gezählt. Deswegen machen wir das jetzt so und schreiben nur 500 auf. Jawohl. So, das wäre das eine Problemchen, das wir jetzt gerade lösen. Und ja, die Scheiben, die Scheiben, die Scheiben. Rein damit. Und da rein damit. Ach Quatsch. Nee, da rein. So, dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt mal die ganzen Rahmen. So. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen Säulen, glaube ich, diesmal sogar. Probieren wir mal. Probieren wir mal. Dann gehen wir wieder nach oben. Und zwar habe ich ja gesagt, also ich weiß noch nicht, wie ich das Eingangsdings bauen möchte. Und das ist halt jetzt, ja. Ich kümmere mich, glaube ich, jetzt erstmal um den Grundriss von unserer Basis. Also ich glaube, es geht langsam in den Schritt Basisbau hier hinten. Also die Deko ist jetzt erstmal Deko. Wir haben zwar noch neben dem anderen Tiger das Becken, was wir noch nicht fertig haben. Mit dem müssen wir halt auch nochmal kopieren. Hier dieses ja, Dekobecken, sage ich jetzt mal, mit dem Wasserfall, wo der runterkommt. Das müssen wir auch noch mal komplett auf der anderen Seite kopieren. Und dafür brauchen wir jetzt, ja. Nee, das mache ich jetzt nicht sofort. Ich würde sagen, wirklich, ich baue heute erstmal so den Rahmen nur außenrum. Und das wird so viel Zeug kosten. Das wird so viel Zeug kosten. Und hier habe ich mir jetzt überlegt, genau, weil hier möchte ich noch was außen drum haben. Da gucke ich gerade, aber. Ne, ich glaube, ich lasse hier 4 Plätze frei. 3, um mich zu bewegen. Hier kommt ja dann noch irgendwie ein Geländer oder so dran oder ein schöner Zaun. Und hier kommt dann was anderes noch dran. Das heißt, die richtige, echte Außenmauer von der Basis wäre hier. Und ich glaube, ich lasse auch hinten 3 frei oder sogar 4 frei, weil da eben noch was davor kommt. Und dann schneiden wir quasi die Scheiben aus, wo ich Fenster haben möchte. Ich weiß nicht, also von Valhalla, die großen Scheiben haben mir ja schon sehr gut gefallen. Ich denke, dass wir die auch hier reinziehen. Weil es sah halt schon mega schön aus. Und so ein großes Gebäude darf auch große Fenster haben, denke ich mal. So. Bayer Valhalla offenes Gebäude war. Ne? Hier will ich ja ungefähr 2 Stockwerke haben. Habe ich jetzt, oder denke ich mir jetzt einfach mal so. Aber ja, es wird immer anders da, als man denkt. Und guck mal später mal, dass ich habe vergessen. Das, ja, ich habe es vergessen. So, so. Und ich komme aber locker wieder nach oben. Das ist gut. 1, 2, 3, 4. Dann geht es jetzt hier nach hinten. Ah, vorsichtig. Und dann sieht man erstmal, wie groß die Basis auch wird. Die wird so riesig. Die wird so riesig. Wer soll denn da drin bitte schön wohnen? Oh, nee, nee, nee. Das ist übel. Und dann muss ich am besten hier die Werkbank hinstellen und ganz vorne am Tor die Lagerkisten oder so. Das wäre so richtig fies. Müsste ich jedes Mal aufs Bike steigen, um zur Werkbank zu kommen. Ich traue mich nicht. Ich will nicht schon wieder runterplumpsen. Nein, dann komm, nicht da dauernd Dinger vergessen.
Alles schön ausfüllen. Und die Fenster kümmern wir uns dann gleich. Aber noch nicht jetzt. Das ist auf jeden, das wird auf jeden Fall riesig. Und wenn ich jetzt denke, ich hau da so große Scheiben. Ich denke jedes Mal, ich bin am Ende. Aber wenn ich dann so große Scheiben reinpacke, dann mir graust es davor, das ganze Material zu sammeln. Und die ganzen Scheiben herzustellen. 1, 2, 3, 4, zack. Okay. Dann haben wir das hier. Und da kann ich, glaube ich, nicht runterplumpsen, weil der hält mich dann schon auf. Oder wenn ich sehe, dass der Tiger neben mir steht. Ah ne, habe ich alle erwischt. Sehr gut. Dann sehen wir das ja. So. Und seit ich hier alles mit Beton zugekleistert habe, sind auch keine Zombies mehr auf dem Feld gespawnt, weil halt kein Feld mehr da war, auf dem sie spawnen konnten. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ach, hier ist erst die Straße. Bald haben wir es geschafft. Bald haben wir es geschafft. Und du sollst alles reinsetzen. Wird doch später erst ausgeschnitten hier. So. Und da muss ich auch mal gucken. Wir brauchen dann auch eine große Treppe am Eingang. Wie so eine Lobby oder wie so ein großer Eingang. Ähnlich wie beim Herrenhaus damals. Wäre eigentlich so eine schöne Treppe ganz cool. Dankeschön, dass du mich festgehalten hast. Dadurch bin ich nicht runtergeplumpst. Das finde ich sehr gut. So. Wenigstens sieht man den Rahmen da hinten noch. Das ist schon mal ganz gut. Aber wer braucht so eine große Basis? Keiner! Nur ich. Oje. So. Das da müsste dann die Mitte sein. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Ich hoffe es wirklich. Ich habe da aber nie nachgezählt, fällt mir gerade mal so auf. Das muss ich jetzt fast machen, oder? Oh oh. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. Okay, ein. Jawohl, doch, eins. Auf der Seite. Und ich hoffe, wir müssen jetzt auch 43 auf der Seite haben. So. Da haben wir auf jeden Fall 4 frei. Dann gucken wir jetzt nur, ob das auch 43 sind. Oh nein! Das sind 44, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Nein! Nein! Ein Block, egal. Egal, ist egal. Ein Block. Warum nicht? Warum ist das nicht... Na gut. Aber irgendwie cool. Egal. Ist egal. Gut. Das heißt, ich brauche jetzt hier quasi eine Eingangshalle. Das heißt, ich würde sagen, bis hierher. Und dann kommt hier die Treppe ran. Die Treppe geht dann natürlich nach oben. Und ich würde sagen, wir machen... Wie weit machen wir den Gang? Bis hierher. Bis hierher. Nee, es kann ruhig breiter sein. Oder? Ich glaube, ich mache erst die Scheiben außen. Ich mache komplett hohe Fenster. Dann würde ich sagen, wir machen hier... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oder sollen wir überall 4 machen? Aber da sieht es halt schön aus, wenn man eine Lampe oder ein Dings dazwischen hängt. Ja, ich mache das so 3. Dann 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Reicht so, glaube ich. Weil dann kommt hier das Wasserfallzeug. Da bauen wir dann kein Fenster. Könnte man dann so ein kleines Fenster reinziehen oder irgendwie sowas in dem Dreh. Machen wir das drüben jetzt auch. Also das heißt mit 4 anfangen, dann... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3, 4. Natürlich voll den Popo, ne, vorne dran. Da sieht man, glaube ich, dann, dass es nicht ganz passt. 1, 2, 3. Ne, 4. Und dann kommen ja hier die... Da kommt ja dann der Wasserfall. Genau, genau. Eieiei, es ist nicht einfach. Es ist einfach nur nicht einfach. Es ist so brutal. So.
Müsste ich fast doch schon hier dann anfangen mit dem Ding, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier 1, 2, 3 Scheiben. 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommt eine Säule hoch. Okay, probier mal. Probieren. So, und wenn es mit dem Tiger nicht passt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier kam dann eine Säule hin, ne? So, die Säule wäre, glaube ich, war das dann... muss ich gerade mal gucken. Das wäre 2 Dinger weg von der Schwanzspitze vom Tiger. Ich hoffe, dass das so ausgeht. Ich hoffe, dass das ausgeht. Und das wäre 1, 2 vom Tiger entfernt, weil der da ist ja Dekoblock. Genau, dann passt das. Ui, Gott sei Dank. Das heißt, es passt. Dann bauen wir hier 1, 2, 3, 4 dazwischen. Säule. 2, Säule, 1, 2, 3, 4 und Säule. Also 4, 2, 4. Säule. Meine Güte. Oh, ich mache Bau nie wieder so groß. Nie wieder. Also das hat auf jeden Fall gepasst. Das war in Ordnung so. Das war die Säule. Dann 1, 2, 3, 4. So, 4 müssen dazwischen sein. Dann waren 2 dazwischen. Jawohl. 1, 2, 3, 4. So. Und da sieht man jetzt, also eigentlich, streng genommen müsste ich hier das so machen, ne? Eigentlich streng genommen müsste ich das so machen. Warum ist das... Ich dachte, die Felder sind alle identisch. Oder haben wir irgendwo... Ich glaube, ich werde das auswechseln. Ich glaube, ich werde es tatsächlich auswechseln, damit das Ding synchron ist. Es ist nur ein Block. Aber es kann sein, dass sich dadurch dann alles verschiebt und alles blöd aussieht. So, und jetzt kommt die Frage und die Qual der Wahl. Mache ich eine riesige Scheibenfront da rein? Oder lasse ich das in, wie bei Valhalla? Ich glaube, ich mache hier riesige Scheiben rein. Ich werde es so bereuen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Ne, machen wir 6. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, dann machen wir 5. 5, 1. Sehr gut. Glas in dem Sinn, was kommt denn da an Gewicht drauf? Eigentlich gar kein Gewicht. Das heißt, ich kann hier ruhig ein riesiges Fenster einbauen. Mir wird so schlecht. Mir wird so schlecht, wenn ich... Oh Gott, mir wird so schlecht, wenn ich da dran denke. Dafür Glas und dann 2 Stockwerke nach oben. Es wird... Das schöne Blei. Ach, wer braucht schon Munition, wenn er mal im Glashaus wohnen kann, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Blöcke, okay. Ich würde sagen, da lassen wir aber 3 frei. Dann könnte ich nämlich hier eine Kerze dranhängen an die Mitte. Also hier sieht es halt dann schön aus. Dann machen wir wieder 15 frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 frei. 3, 4, 5, 6. 15. 3 frei. Boah, mir wird so schlecht. Mir wird so schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nee, wartet mal. Ich wollte doch eigentlich hier auch was mit den Eingängen machen. Ich wollte was mit den Eingängen machen. Das heißt, ich brauche hier ungefähr die Mitte. Was wären hier ungefähr die Mitte? Wolf. Fleisch essen. Oh, nachladen. Nachladen. Da auch nachladen. Kommen die jetzt hier hoch? Da. Ich dachte gerade, da ist ein Glitch. Hey, guck mal, da ist ein großer Buffy dabei. Und 4 kleine. Rudelanführer. Autsch. Dafür gibt es jetzt auf die Nase. So. Warum nicht gleich mit der Keule, ne? Ich treffe halt alles besser mit der Keule. Nein, ich habe keinen Platz für Fleisch. Fleisch, Leder, Knochen, was schmeiße ich weg?
Wartet, ich stell mal kurz das Bike hin. Ich brauch doch Fleisch. So, komm. So ist gut. So ist gut. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Aber ich finde es cool, dass ein Rudelanführer sogar ein größeres Tier ist. Das sieht voll cool aus. So, haben wir alle? Jawohl, wir haben alle. Sehr schön. Das war mal eben 164 Fleisch. Wie cool. Und 20 Knochen. Noch besser. Ich dachte, hier ist mein Aufgang und das ist so grün verglitscht. Aber alles gut. Alles gut. So, jetzt fahre ich nur gerade nach vorne. Und da komme ich nicht durch. Einmal Gas geben. Ah, macht natürlich Schaden, ne? Doofes Bike. So, und hier mache ich auch wieder Schaden. Deswegen steige ich hier jetzt erstmal ab. Bring die Sachen kurz weg. Ich sollte vielleicht einmal oben irgendwie eine Kiste oder so hinbauen. Besser wär's, ne? Aber gut. Und schnell runter. Ich habe zu viel. Habe ich überhaupt? Ja, alles voll. Alles voll. Farbe brauche ich jetzt auch nicht. So, aber weil mir das gerade wieder einfällt. Ich brauche ja einen gewissen Plan habe ich dafür. Für die zwei Straßen da. Fleisch. Knochen und Leder und den ganzen Kram bei Tierkram rein. Farbe kann ich jetzt auch, obwohl ich jetzt durch den Tiger einiges verloren habe, könnte ich eigentlich auch wieder hier reinwerfen. Da war ja alles rappelvoll. Wedges brauche ich gerade im Moment auch nicht und so viel Beton brauche ich gerade auch nicht. So, dann laufen wir schnell wieder nach oben und holen unser Bike, bevor es despawnt. Dann wird weiter gebaut. Und es ist so gut, dass ich eben gerade die Ding gesehen habe, die Straße. Ich will nämlich nicht immer komplett um mein Ding rumfahren müssen. Und was ich da genau vorhab, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Es ist so traurig. Ich weiß es nicht. Ich habe es ungefähr im Kopf, ne? Ihr wisst das ungefähr. Aber nichts Konkretes, leider. Erstmal wieder... Na, Mann, nicht alles... Mach nicht alles kaputt. Mädchen. Oh, warum? Warum? Hast du irgendwie ein Vorbild an den Zombies gesehen oder so? Dass du da jetzt immer draufhauen musst? Nee, nee, nee. Also, aber Fleischlieferung war jetzt gerade echt cool. Jetzt lade ich nochmal dahinter. Und dann müssen wir das mit dem Fenster nochmal überdenken. Beziehungsweise. So. Das ist gut. Das ist auch gut. Nur hier. Hier ist jetzt natürlich der Haken. Also ich hätte gerne hier 1, 2, 3, 4. Da hätte ich dann gerne etwas. Dann bräuchte ich eigentlich hier. Wie eine Art Durchgang quasi. Rein theoretisch. So, wie geht das jetzt hier mit den Scheiben aus? Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir hier aber eine Mauer hoch, also eine Wand hoch. Das heißt, dann machen wir das hier auch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Richtig? Bin ich jetzt richtig? Oh, diese Zählerei immer, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawohl. Dann haben wir einmal Mauer. 2, 4, 6, 7. Dann wieder 3 frei und dann wieder 15. 1. 15. 3 frei. Das wäre bis hier hinten hin. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das wäre nicht schlecht. Nö, das finde ich gut. So, dann würde ich aber sagen, hier hinten, wenn man an den Seiten schon solche gigantischen Fensterscheiben haben, dann brauche ich das hier hinten nicht machen. Dann würde ich sagen, machen wir hier nur alle ein paar Fenster rein. 1, 2, 3, 4, machen wir mal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht 5 und 5 im Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Falls sich das ausgeht, ich hoffe es. 4, 5.
So. Ich werde ja wahrscheinlich das Ding hier einziehen. Haben wir ja schon mal gesagt. Dann passt es hier aber nicht so ganz. Obwohl, habe ich da vorne. Nee, da vorne habe ich auch 5 reingezogen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier quasi mit den 5 angefangen, ne? Das geht sich nicht auf. Ah, will ich synchron? Ja, eigentlich will ich schon synchron haben. Oh Mann, wieso ist das so riesig? Wieso ist das so riesig? Wie viele habe ich denn hier jetzt dazwischen? Also warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und 8 wäre die Scheibe. Eieieiei. Da ist dann, glaube ich, doch besser, wenn man einen Plan hätte, ne? Ich bin hier nur am Rumgurken und am Abzählen. Das ist nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hätten wir dann 3 und 3 auf der Seite? Nee, ne? Nee, warte mal. Ich fahre jetzt dahinter. Bin zu faul. Okay, das sind dann. Dann machen wir mal hier auch nur 3. Ja, da muss ich. Ich muss hier nochmal alles komplett weg, glaube ich. Oh Mann, oh. Okay. Nochmal 3. Dann würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, 3 und dann kommt 5. Das sieht halt dann ziemlich behämmert aus. Das sieht ziemlich behämmert aus dann. Hui! Wenigstens haben wir Platz zum Umfahren. 3 und dann hatte ich. Das habe ich schon wieder vergessen, ne? 3 und dann habe ich 5 und 5 Dinger. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, oder? Oh, das Ding macht mich fertig. Das Ding macht mich fertig. 3. Ah, dann haben wir da 5 frei. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und hier jetzt doch das gleiche. Jetzt haben wir doch gleich das gleiche. Genau. Dann 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gehen wir erst hier rüber. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dieses Zählen, es tut mir leid. Ah, ich weiß aber nicht, wie ich so ein Zick kriegen soll. 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann machen wir hier einfach alles dicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Dann haben wir das nämlich wenigstens richtig. So, da haben wir jetzt einen und dann kommen die 15. Eieieiei. So. So ist gut anhalten. So ist brav. Das heißt, wir haben hier einen frei. Und ich muss hier sowieso, ne, die gesamte Reihe, weil ich sie einkürzen möchte. Eieieiei. Nicht gut, nicht gut. Der Bau, der bereitet mir jetzt schon Kopfschmerzen. Das ist so übel. Und wir haben so viel Zeit verschwendet und wir haben aber gar nichts geschafft. Das ist das Problem. Wir haben gar nichts geschafft. So, ich glaube hier. Wieso sehe ich da unten? Egal, den Kringel. So, haben wir jetzt hier. Das da ist die letzte Reihe, genau. Dann fängt es hier quasi schon an mit den 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und hier, ne? Richtig? Einmal kurz rüber gucken. Jawohl, und da haben wir dann 3 stehen. So, 3. Dann kommt, glaube ich, wieder 15 und 3, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hm. 15. Dann kommt, glaube ich, wieder 3. So ist das richtig. Das ist die letzte 3 Stück. Und jetzt kommt hier nämlich erst die. In welcher Linie ist es? Hier. In der Linie. Das heißt, neben mir kommt einmal Wand hin.
Und hier kommt dann quasi der Durchgang oder was auch immer. Das heißt, es war so 1, 2, 3, 4. So, richtig. Gleich mal gucken. Auf der Linie, wo ich stehe, jawohl. Dann hier wieder ein auf der Linie. Und dann ging es, glaube ich, weiter mit... da haben wir dann leer, leer, leer auf der Linie. Und auf der Linie hier, auf der Linie, kommt dann wieder einer drauf. So, und das ist aber völlig falsch auf der Linie. Toll. So, so. Muss ja alles passen hier. Das heißt, hier sind es wieder drei. Und dann gehen wir hier jetzt weiter. Ich glaube, das waren auch 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 hierher. Kurz kontrollieren. Das ist gerade gut mit dem Sniper hier. Das da und das da ist das letzte. Genau. Gut. Gut, 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 gut. Und dann ist alles frei. Bis auf der da. Genau, kurz rüber gucken. Gut, dass wir Sniper haben mit dem Achterscope. Hilft auf jeden Fall beim Bauen. andere haben ein Scharfschützengewehr, um Feinde auszuschalten. Ich habe es, um mir beim Bauen zu helfen. Okay, meine Güte, ich glaube, der Grundriss steht. Was für ein... Das heißt, ich könnte jetzt schon mal anfangen, ganz viel Glasscheiben herzustellen, damit ich, wenn hier die Mauern hochgezogen sind... Damit ich dann genug Glas übrig habe. Irgendwie so, genau. Und dann brauche ich hier in der Mitte noch was. Also wir brauchen hier den Durchgang. Da bin ich mir aber auch noch nicht sicher, wie ich den mache. Ob ich den mache oder... Ne, ich habe keine Ahnung. Und die Treppe hier. Die Treppe muss auf jeden Fall... Die muss, glaube ich, noch ein Stück weit dahinter. Sonst kommt man rein und wird sofort von der Treppe erschlagen. Ich glaube tatsächlich, die muss ein Ticken weiter nach hinten. So vielleicht. Und das da wird dann auch ein bisschen nach hinten gerutscht. Ja, ich denke, mit dem Ding können wir erstmal arbeiten. Eieieiei. Habe ich schon mal gesagt, dass ich hier langsam gar keine Lust mehr habe auf das Ding? Mir graust's. Jetzt muss ich erst, glaube ich, aber doch erst das Ding hier fertig bauen auf der anderen Seite, damit dann auch alles passt irgendwie. Boah, nee, mein Hirn raucht. Ich sag's euch, mein Hirn raucht. Okay, aber ich würde dann erstmal sagen, ich mache hier erst Pause. Und dann gucke ich, dass ich viel Glas herstelle, viel Beton herstelle und... Ich will gar nicht mehr weiterbauen. Ich will gar nicht mehr weiterbauen. Dann sage ich aber schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Der Grundriss steht wenigstens. Tschüss.